Ismail seinen Vertrag bis 2005 erfüllen. Großer Bahnhof für den Meister. Als das Werk vollbracht war, da ging die Party erst richtig los. Und da wurden brave Hanseaten alle zu Ailtons. Kleinbrasilien an der Weser, festgehalten in den Meistermomenten von Jürgen Müller. Die Mär von den angeblich so unterkühlten Norddeutschen. Spätestens seit gestern Abend ist sie widerlegt. Wenn Werder Meister geworden ist, landen Flugzeuge in Bremen mit Countdown. ...21:32 Uhr. Nach einer Ehrenrunde landen Thomas Schaaf und seine Helden auf Bremer Boden. 15.000 Fans bereiten dem Meister einen triumphalen Empfang. An der Weser beginnt eine lange Nacht. Olli! Es gibt nur einen deutschen Meister und das ist der SV Werder Bremen. Vier Stunden zuvor in München. Es war die Stunde des Siegers und die erlebte jeder auf seine Weise. Was hatte sich Thomas Schaaf in diesem Moment nur gedacht? Das sind einfach auch Gedanken, die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Die nicht für die Öffentlichkeit sind? Genau. Andere feierten etwas lauter und extrovertierter. Das ist sehr, sehr Emotion, dieses Spiel heute in Munich. Und gratuliere von meiner Schaaf, Kompliment. Alle fahren heute in Bremen auch und es ist vorbei. Bremen, der deutsche Meister 2003, 2004 und Kompliment. Jetzt muss ich gucken, jetzt Pokal. Nervenflattern gab es gestern nur bei München. Werder war abgebrüht, souverän, machte sein Meisterstück genau in dem Stil, in dem es die Saison über weite Strecken dominiert hatte. Nach Kahns Patzer begann auf dem Bremer Domshof die Meisterparty. Sie sollten noch ein paar Mal jubeln. Und das auch noch im Wohnzimmer der Bayern, ist das doppelt schön? Ja, wichtig ist, dass wir deutsche Meister sind. Wo wir es geschafft haben, für mich persönlich habe ich jetzt keine Genugtuung, dass ich es jetzt bei den Bayern geschafft habe. Aber wie gesagt, das ist schon was Schönes, das ist schon was Besonderes. Die Stunde des Siegers sah auch Verlierer, faire Verlierer. Hut ab vor den Bremern, die haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und wer in München so eine erste Halbzeit spielt, der hat es mit Sicherheit verdient. Aber es hat sich über die ganze Saison im Prinzip gezeigt, dass sie sehr, sehr nervenstark waren, eine sehr, sehr kompakte Mannschaft gebildet haben dieses Jahr und somit haben sie es auch verdient. Glückwunsch. Eine kompakte Mannschaft, deren vielleicht wichtigster Teil nach Schalke abwandern wird. Ailton vergoss in der Stunde des Siegers bittere Tränen. Doch wie ein Verlierer wirkte er nur kurz. Und jetzt wird richtig gefeiert, oder? Wahrscheinlich die Woche. Ja, klar, keine Pause. Bis 29. Mai ein bisschen noch Feuer machen. Jetzt vorbei. Vorbei war an diesem Tag für die Bremer noch lange nichts. Falls Sie das mit den unterkühlten Norddeutschen bisher noch geglaubt haben sollten, vergessen Sie es einfach. Die Euphorie geht hier im Studio weiter. Ein Hund mit Werder-Schal, auch das gibt's nicht alle Tage.